Kerstin Zander sitzt im Rollstuhl. Das ist natürlich nicht schön. Und als ob das nicht schon bereits genug ist, hat sie echt kein Glück mit ihrer Krankenkasse. Es klingt wie ein schlechter Witz, aber die Betriebskrankenkasse Schwenningen will ihr keine neuen Rollstuhlreifen bezahlen, weil ihr Rollstuhl 4 km/h zu schnell fährt. Dabei hat sie sogar das Okay bekommen von der Krankenkasse, ihn schneller zu machen. Er fährt jetzt statt 6 km/h 10 km/h, aber die Krankenkasse weigert sich nach wie vor, das zu bezahlen. Doch es gibt jetzt ein Happy End, und zwar beim Sparfox hat sich ein Zuschauer gemeldet und hat jetzt die Reifen bezahlt. Wir haben jetzt aber in der Leitung Thomas Förster. Herr Förster, hören Sie uns? Herr Förster, ja, ich höre Sie. Sie sitzen im Auto, Sie haben diesen Fall bei uns gelesen und er hat Sie sehr berührt. Was möchten Sie Frau Zander sagen? Frau Zander, meine Frau Carmen und ich, wir gleichen das für Sie aus. Schicken Sie uns die Rechnung und wir zahlen Ihnen Ihre neuen Reifen für Ihren Rollstuhl. Ich habe selber einen guten Freund, der hat die gleiche Krankheit wie Sie schon seit Jahrzehnten. Ich weiß, wie schwierig das für Sie ist und ich hoffe, wir können Ihnen dabei ein Stück helfen. Frau Zander, was sagen Sie? Völlig sprachlos. Vielen, vielen Dank. Ich bin ganz platt. Also, danke. Das ist ja der Wahnsinn. Tatsächlich hat sich Herr Förster bei uns gemeldet und wir dachten uns, wir sorgen mal ein bisschen für Überraschung. Herr Förster, auch Ihnen vielen Dank. Und 500 Euro ist ja auch nicht wenig. Und ich finde toll, dass Sie da so viel Mitgefühl haben. Und ich glaube, die Frau Zander fühlt sich, oder Frau Zander, fühlt sich dabei sehr gut. Total. Danke.